Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich bin hier in Orgrimmar und laufe gerade zum Flugmeister, um zurück ins Eschental zu kommen. Ihr sucht doch etwas. Warum will ich dahin? Ganz einfach, ich habe die Schredder-Anleitung komplett, also Kapitel 1, 2 und 3. Mir fehlten ja noch zwei Seiten, die habe ich im Auktionshaus gekauft. Die doppelten Seiten, die ich hatte, die habe ich alle verkauft für richtig viel Geld. Also ich habe jetzt insgesamt 10 Gold. Es gab da Seiten, da haben manche 4 Gold für bezahlt. Das ist absolut utopischer, dieser Preis, aber er wurde bezahlt. Deswegen sieht das finanziell wieder ganz, ganz toll aus. Was machen wir im Eschental? Ganz einfach, wir haben hier eine Quest. Wir müssen Chatumbras Kopf abgeben. Das habe ich nämlich in der letzten Folge, ja, übersehen. Ich hatte die Quest nicht aktiviert, sondern nur den Kopf mit mir rumgetragen. Dann geben wir hier unten diese eben besagten Seiten ab. Und wir töten die lachenden Schwestern. Und nachdem ich das alles geschafft habe, ist mein Ziel 1000 Nadeln. Genau, aber wahrscheinlich werde ich auf dem Weg dahin, wir müssen ja dann eh zu Camp Tawaryu. Ich werde auf dem Weg dahin erstmal schnell hier vorbeischauen, damit ich mir das Kochbuch holen kann. Das gibt es hier in den Marschlanden. Ich habe da unten auch noch eine Magier-Quest, aber das ist Level 38. Das kann ich momentan knicken. Da sind noch ganz viele Krokodile und Dinos und Spinnen, die alle hochlevelig sind. Da falle ich in einer Tour um. Das lassen wir mal. Das heißt, die Quest werde ich definitiv erst viel, viel später machen. So, wir reden erstmal hier mit Senani Donnerherz. Grüße. Senani, ich habe hier einen Kopf von so einem Panther. Und ich bekomme einen Umhang mit Ausdauer. Erhöht die Angriffskraft, das bringt mir gar nichts. Na gut. So, dann mal schnell auf unser Hottehü. Oh. Ich wurde hier gerade durchgebufft. Machen wir das mal. Genau, da bekam ich auch den Druiden und den Priester-Buff. Das ist sehr gut. Das kann ich alles gebrauchen, wenn ich dann gegen diese Schwestern des... Wie hießen die denn? Die lachenden Schwestern kämpfe. Die haben mir in der letzten Episode so richtig Probleme bereitet, weil die immun gegen Feuer sind. Oder nicht immun, aber sehr, sehr hohe Resistenzen gegen Feuer haben. Das war nicht so toll. Gurda Zornnarbe möchte die Anleitung. Ah, da müssen wir dann garantiert auch irgendwo weiterlaufen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es eine Folge-Quest. Mal schauen. Annehmen. Jo, weiter. Ich bekomme... Ja, die sind ja richtig hübsch. Ja, das gefällt mir. So. Und weiter geht's. Hier läuft ein Krieger und ein Druide. Level 15. Wo will er denn hin? Anscheinend zurück ins Brachland. Ja, lauf mal. Schredder-Bedienungshandschuhe heißen die Dinger, die ich eben eingesammelt habe. Okay. Jene da. Oh ja, die sind richtig hübsch. 6 Intellekt und... Zauberschaden um 2 erhöht. Das klingt jetzt nicht so viel, ist auch nicht viel, aber das summiert sich halt irgendwann. Und das wird irgendwann auch der wichtigste Status, den man auf irgendwelchen Items haben kann. Erhöhte Zauberkraft. Aber da bin ich noch sehr, sehr viele Episoden entfernt von. So, wo laufe ich denn am besten lang? Ich glaube, ich gehe wieder hier vorne rein. So, was mir beim letzten oder beim Schneiden des letzten Videos aufgefallen ist, ich habe die Befürchtung, der erste Feuerschlag oder Feuerball macht noch gut Schaden. Oder auch nicht, 84, nee. Dann war meine Vermutung absolut blödsinnig. Ich dachte, der erste macht noch gut Schaden und nur der zweite wird dann schwächer, aber dem war nicht so. Da habe ich das erste Haar. Was denn? Die hat nur ein Haar dabei? Okay.
interessant. So, den lassen wir mal wieder in Ruhe. Etwas näher, so. Dann wieder mit den arkanen Geschossen da drauf. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist mit diesen arkanen Geschossen. Oder ob ich mehr Schaden machen würde, wenn ich... wenn ich normale Frostblitze dahin werfe. Zumindest so lange nicht widerstanden werden wie eben. Ich versuche sie mal nur mit Frostblitzen abzuschießen. Widerstanden, na toll. Schon wieder. Oh, das sind furchtbare Tierchen. Schon wie. Hallo? Also kann man auch seinen Mana verballern. Das ist zu weit entfernt. Also ich habe das Gefühl, ich mache hier irgendetwas falsch bei diesen lachenden Schwestern. Das kann doch nicht so gewollt sein, dass die so viel widerstehen und Resistenzen gegen Feuer und... ich bin ja quasi nackig gegen die. Aber der Zauberstab hingegen hat eben 42 Schaden gemacht. Was echt viel ist für ein... ja, das war fast der maximale Schaden. Da wurde nichts mit Resistenzen verringert. Ich begreife das überhaupt nicht. Ich trinke mal was. Ich bin außer Reichweite. Fall doch mal um. Widerstanden. Mal wieder. Ach. So unangenehme Gesellen. Ich hätte vielleicht mal googeln sollen, ob es da irgendwelche Tipps zu gibt. Gegen diese Schwestern. Ich glaube, hätte ich das jetzt durchgezogen, wären beide gekommen. Also hier oben ist ja noch eine. Widerstand, schon wieder. Ja, dann kann ich eigentlich schon wieder trinken. Zwei Schwestern abgeschossen und das Mana ist fast leer. Gut, also die arkanen Geschosse machen etwas mehr Schaden als so ein Frostblitz. Der macht nämlich so circa 150 und die arkanen Geschosse haben... wie viel Schaden haben die eben gemacht? Ja, fast... 88 mal 3. Ja, so fast 250. Aber wenn ich das hier so lese, Frostblitz macht... ach nein, der kostet 97 Mana, macht 144 Frostschaden, ja. Ja, das ist genau das, was hier steht. Ah nein, das waren eben Crits, glaube ich, von meiner Karren geschossen. Ja, dann kann ich auch mit Frostblitzen weiter da drauf donnern. Denn die kosten viel, viel weniger Mana.
Der macht am Ende genauso viel Schaden. Widerstand, schon wieder. Wer kommt denn hier? Der Cyrus. Okay. Ein Menschenkrieger. So, so, so. Kommt jemand? Okay, greift mich nicht an, das ist gut. Ich muss näher ran. So, ein Haar brauche ich noch. Und anscheinend hat jede Schwester ein Haar dabei. Und zwar genau ein Haar. Nicht zwei, nicht drei, nein, eins. Endlich. So, dann mal schnell auf unseren Gockel drauf. Wo müssen wir denn das abgeben? Huch. Kam ich von hier? Ich reiß mal hier ringsrum. Wer will denn die Haare? Ach, das war die Magier-Quest, okay. Und das war am Wegekreuz. Ja, das trifft sich gut. In die Richtung will ich je. Ich will ja zu 1000 Nadeln. So, bevor ich hier losreise, muss ich erstmal schnell verkaufen. Genau, das hier kann alles weg. Die Melonensaft will ich auch nicht. Raus damit. Jetzt aber. Zum Wegekreuz, genau. Ich sitze auf einem Gockel. Ja. Da wären wir. Was ist denn der Herr davon? Der Schwarm wächst. Ich soll was nach Orgrimma bringen. Ja, das mache ich doch. Redet mit mir. Aber erst geben wir hier diese Quest ab. Lachende Schwestern. Und ich habe eben mal auf dem Weg hin ein bisschen gegoogelt und es ist tatsächlich so, dass die lachenden Schwestern sehr, sehr hohe Feuerresistenzen haben. Und dass sie so ziemlich jeden dritten Frostzauber widerstehen. Wo ist es denn? Nanu? Bleib schon. Ach, hier in der Ecke. Ganz ruhig. Das Niederspitzengewand. Achso, das wird jetzt hergestellt, glaube ich. Ja, und wenn man gegen die lachenden Schwestern kämpft, dann sollte man am besten direkt mit arkanen Geschossen anfangen. Was habt ihr im Kopf? Und solltet ihr ein Hexenmeister sein, dann habt ihr ein richtiges Problem, denn sie sind nicht nur gegen Feuer sehr resistent, sondern auch gegen Schatten. Was als
Feuer, als Hexenmeister eine Katastrophe ist, denn man hat ja nur Feuer- und Schattenzauber. Was nehme ich denn hier? Ausdauer und Intellekt oder? Ah, die hier sind viel, viel besser. Haben zwar drei weniger Intellekt, aber halt sechs Willenskraft. Seid vorsichtig. Also ich habe ein bisschen mehr Mana-Regeneration. Gut, dann sollen wir kurz nach Orgrimmar. Nanu? Der hat eben gesagt, bring das nach Orgrimmar. Ziehen das mal an. Ah, der Schwarm wächst. Stellt Korans versiegelten Notizpilgrim Felshammer in Orgrimmar zu. Ein Kurier, der nach Orgrimmar reist und sich mit dem Typen trifft. Das dürfte keine Kleinigkeit werden und es sollte nur jemand gehen, der die Aufgabe ernst nimmt. In der Halle der Kriegerhelden. Ach, hier ist er doch. Ah, ich war blind. Ja, wir gehen mal dahin. Okay, dann auf zu dem netten Herrn. In der Halle der Krieger hieß es. Der Braunbär läuft hier. Und die Halle der Krieger ist hier direkt vor mir. Dieses große Gebäude hier. Und hier wartet er doch schon. Belgrom Felshammer. Da, ich habe hier einen Brief. Stell Belgroms versiegelte Notiz Mogtagrin in 1000 Nadeln zu. Ja, da will ich gleich hin. Was hast denn du noch? Sprecht mit Rektor Totenfurt. In Desolés. Ah, nee, das machen wir später. Das dauert noch, bis wir dort sind. Das ist Level 40 bis... Na, hier oben ist es 30 bis 40. Hm. Da warten wir mal noch ein bisschen ab. Welches Level hat denn 1000 Nadeln? 25 bis 35. Ja, das ist besser. Wobei ich gerade ernsthaft überlege, ob ich nicht noch zwei Level warten sollte, bis ich bei 1000 Nadeln anfange. Wir laufen erstmal dahin und schauen uns mal die Lage an. Diese neue Robe, die ich da bekommen habe, die ist aber echt hübsch. Die gefällt mir. Habe ich hier irgendwo Licht? Ja. Hier vielleicht. Ja, sehr hübsch. Dann einmal nach Camp Tawayo. Genau, wir fliegen jetzt hier hin und dann reisen wir mal ganz kurz in das Marshallland, nehmen das Büchlein mit und den Flieger und dann geht's nach 1000 Nadeln. Okay, da sind wir schon. Noch schnell zwei Wasserflaschen herzaubern. Ist hier irgendjemand, der mich buffen könnte? Nein. Na, schade.
Dann auf den Gockel und gen Süden geritten. Also ja, ich weiß, ich reite noch gegen Osten, aber hier vorne ist dann gleich die Kreuzung. Wir trampeln mal hier über das Gras. Sieht keiner. Okay, und hier müssen wir dann rechts abbiegen. Level 35. Eieieiei. Ich hoffe, ich komme ohne zu sterben bis hierhin. Mal schauen. Ach komm, ich bin mal nicht so. Da, schenke ich dir. Kein Danke, kein Nix, läuft einfach weiter. Na gut. Oh, schaffe ich die diesmal? Natürlich. Ich glaube, die schaffe ich. Ich versuche es einfach mal. Nochmal durchbuffen. Und auf jeden Fall noch Mana trinken. So, ich meine, den hier kann ich doch. Ich setze ihn mal ins Fokus. Den werde ich zum Schaf machen. Glaube ich. Das sind alles Level 5 und so. Ah, die haben über 2000 HP. Na, die bekomme ich nicht runtergeschossen. Na, das wird nichts. Das wird noch nichts. Ja, mein Feuerball macht gerade mal 200 HP Schaden. Da muss ich ja 10 Mal auf jeden drauf schießen. Das sind 4 Leute, das heißt 40 Feuerbälle. Mm-mm. Keine Chance. So, das ist auch schon der Pfad, den ich nehmen wollte. Ich dachte, hier gab es irgendeine Quest, die... Ach, schau mal. Ich kann das hier einfach einsammeln. Das ist auch neu, dass hier Ausrufezeichen drauf sind. Denn ich erinnere mich ganz dunkel, ich habe damals in Classic ewig nach diesen 3 Gegenständen gesucht und habe die einfach nicht gefunden. Ich muss das doch nur hier abgeben. Ja, genau. Leicht verdiente Erfahrungspunkte. Lag ich hier richtig? Achso, sehe ich hier nicht. Ich hoffe es einfach mal. Ich glaube, ich muss hier schon abbiegen, ja. Was steht hier? Ja. Keine Ahnung. Kann ich nicht entziffern. Und noch sehe ich keine Tierchen. Noch da. Level 37er Krokodil. Hm? Ich glaube, der schnappt einmal zu, dann bin ich weg. Hier ist der Eingang. Ja, das ging doch besser als gedacht. Überhaupt keine Probleme. Als allererstes gehen wir mal zu diesem Windreitermeister. Zu Charlie, genau. Dann jener hier. Was braucht ich habe hier 3 solche Dingens gefunden. Ja, und Level up. Seid sicher. Ich soll das irgendjemandem zeigen. Ach, jenem hier. Das mache ich auch noch.
Bringt Giftbeutel. Na, bringe ich nicht. Die Quests mache ich alle noch nicht. Ich habe aber den... Irgendwo war da hier ein Koch. Bogenmacher? Nein. Schnaderei. Der was Feines für mich? Nö. Wo war denn der Koch? Waffenschmied? Metzger, hier. Ah, der hat nur Rezepte für mich. Ah, hier hinten. Ich glaube, jener war's. Ich hab den guten Stoff, Mann. Oh. Der gibt mir ja nur erste Hilfe. Das war ja gar nicht hier mit dem Kochbuch. Wie weit bin ich denn? Auf 90. Ich nehme die drei dennoch mal. Ah, das war eigentlich blödsinnig. Ich muss ja eh noch mal hier hin. Ja, okay. Was soll das? Dann kann ich auch mal meine Runen wieder auffüllen. Ich brauche 8 Stück. So. Mögen die Geister mit euch sein. Gut, weiter geht's. Wo bekomme ich denn dann mein Kochen gelevelt? Ich dachte wirklich, das wäre hier. Na gut, dann... Seid gegrüßt. Zu jenem. Reite ich hier. Ah, ich reite hier zurück. Ah, dankeschön. Kommst du auch sowas? Wir reiten mal zurück. Gut, da haben wir es gleich geschafft. Hier ist wieder das Schild von vorhin. Und damit sind wir zurück im Brachland. So, jetzt aber hier nach Süden. Kann ich hier einfach drüber hoppeln? Ohne gefressen zu werden? Ja, gut, Level 23. Auch 23, 22, 23... Ich kann mir vorstellen, die merken gar nicht, dass ich hier bin. Nö, interessiert die nicht. Umso besser. Ach, hier sind jene wieder. Geh mal hier kurz nach links, um das Gebiet zu entdecken. Dankeschön, das war's schon. Und hier drüben mache ich das gleiche. Und davon ist der Fahrstuhl, mit dem wir in die 1000 Nadeln reisen sollen. Und irgendjemand steht hier. Ja, da ist er doch. Der Grisch-Fernläufer. Seid gegrüßt. Ja, ich habe hier einen Brief. Was denn? Das war's? Seid gegrüßt. Auf zum Freiwindposten. Dann einmal hier runter. Jetzt hatte ich aber eben richtig Bammel, ob das Blinzeln auch funktioniert, wenn ich auf dem Reiter bin, auf dem Schreiter sitze. Aber ja, hat funktioniert. So, hier haben wir Kupfer. Das will ich haben. Das ist aber dunkel hier. Mein Kupfer. Ups. Werde ich gleich ordentlich willkommen geheißen.
Okay. Oh, jetzt hier das nächste Tierchen. Ich will doch nur das Kupfer. Oh, und hier ist noch viel, viel mehr Eisen und noch mehr Kupfer. Alles meins. Mir fällt auch gerade auf, ich habe ewig keine Mineralien abgeerntet. Weil ich keine gesehen habe im Eschental. Upsala. Ich will doch nur dieses Eisen. Geh weg. Fehlversuch, okay. Nächster Versuch. Jetzt. Dann jenes Eisen hier. Und da links ist auch noch mehr Kupfer. Irgendwo hier. Ja. Huch. Ein Nadelpuma. Den entfernen wir mal. Okay, jetzt aber. Auf zum Freiwindposten. Ich glaube, zu dem kommen wir, wenn wir einfach diesem Weg hier folgen. Und immer so ein bisschen Richtung Osten laufen. Genau, hier drüben ist der. Und da vorne sehen wir ihn schon in weiter Ferne. Jetzt eben ein Fahrstuhl runtergefahren. Das ist der Freiwindposten. Und da fährt der Fahrstuhl wieder hoch. Nun, schneller, schneller, schneller. Und es ist immer wieder verblüffend, wie viel Zeit ins Land geht, wenn man von A nach B reitet. Der Buff von dem Paladin eben, der dauert eigentlich immer 10 Minuten, der läuft jetzt gerade aus. Das heißt, ich bin schon wieder 10 Minuten hier mit Reiten beschäftigt. So, erstmal zu ihm hier. Ich habe hier eine dringende Nachricht. Sehr schön. Damit haben wir den Freiwindposten erreicht. Wir reden mal noch schnell mit ihm, damit wir auch hier hinfliegen können. Super. Dann schauen wir uns in der nächsten Episode mal an, was es hier so für tolle Quests gibt. Ich sehe hier, es gibt auch einige grüne. Heißt, wir werden wahrscheinlich auch hier questen. Das Ganze aber erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.